Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute, während ich mich gerade so ein bisschen nach dem Feierabend mal so ein bisschen geschminkt habe, weil ich es einfach brauchte, habe ich das Unboxing der aktuellen Look Fantastic Beauty Box für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Look Fantastic Beauty Box habe ich im Jahresabo und zahle 15,50 Euro pro Box bzw. pro Monat. Die bekommst du aber auch im flexiblen Abo für 20 Euro, sodass du es halt jederzeit kündigen kannst. Und ja, ich habe auch einen Code, den ich dir hier mal einblende, dann bekommst du es ein bisschen günstiger. Und ja, ich mag die. Das ist eine Box, die quasi aus England kommt. Das ist die Schwester von der Glossy Box. Und sie erscheint monatlich, enthält immer so ungefähr 5 Beauty-Produkte. Die ist ein bisschen mauer gefüllt oder leichter gefüllt, sage ich mal, als andere Boxen, weil die halt hochwertige Marken enthält. Also ja, es gibt ja auch den Look Fantastic Online Shop, wo man auch mal stöbern kann. Da bekommt man auch Produkte von Too Faced, Urban Decay und so weiter. Also halt auch sehr, sehr hochpreisige Marken. Du hast in der Look Fantastic Box hauptsächlich Pflege drin. Ab und an hast du auch mal so Kosmetik, also dekorative Kosmetik mit dabei. Ich bin eigentlich immer scharf auf die dekorative Kosmetik. Lass mich aber auch gerne inspirieren von dieser ganzen Pflegegeschichte. Und wie gesagt, ja, das ist jetzt die August-Box. Wir haben jetzt heute tatsächlich den 4.8., also die kommt super früh. Finde ich sehr interessant. Ich entferne jetzt einfach mal den Deckel. Und da steht meistens auch irgendwie ein Zitat drin. Do more of what makes your soul radiate. Ich soll mehr machen, was meine Seele radiate? Was heißt radiate? Weiß ich nicht. Soll man auf jeden Fall machen. Dann hast du hier ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das müsste auf Deutsch sein. Nee, das ist tatsächlich auf Englisch. Und ja, was haben wir denn für ein Motto? The Radiance Edition. Radiance ist doch Strahlen, oder? Ja, also ich soll mehr machen, damit meine Seele strahlt. Okay, also haben wir die Strahledition. Okay, ich bin sehr gespannt. Also ich hoffe dann natürlich auf einen Highlighter, auf einen krassen Lipgloss, was dekorative Kosmetik angeht. Ansonsten, was Pflege angeht, irgendwie eine Gesichtscreme, die halt irgendwie auch vielleicht so ein bisschen Strahlkraft bringt. Vielleicht auch so ein Bodyspray, so für die Beine, ne? Dass es da auch irgendwie shiny aussieht. So vielleicht? Ich weiß nicht. Wir haben auf jeden Fall hier die Box und sie ist sehr leicht. Wirklich sehr, sehr leicht. Und da scheint auch nicht so viel Großes drin zu sein. Ich rieche erstmal dran. Ich rieche tatsächlich nur Papier. Ich rieche nichts durch. Dann wird da vielleicht nichts drin sein, was meinen Geruchssinn zum Strahlen bringt. Aber es soll ja meine Seele strahlen lassen und nicht mein Geruchssinn, ne? Okay. Ja, man sieht es auch, ne? Also so exzessiv gefüllt ist sie nicht, aber so sieht dann der erste Blick in die Box aus. Wir haben hauptsächlich Luft- und Krümelpapier drin. Und hier nehme ich mal das erste Produkt raus. Das ist eine sehr, sehr gute Mascara von Aieko oder Aiko. Die Black Magic Mascara. Das ist ulkig, denn ich trage heute einen Eyeliner von Aieko oder Aiko. Das müsste auch der Black Magic Eyeliner sein tatsächlich. Richtig witzig. Die Mascara habe ich tatsächlich auch schon. Das ist die kleine Größe mit 4 Milliliter. Die hat ein geschwungenes Kunsthaarbürstchen und die macht wirklich einen ganz, ganz, ganz tollen Augenaufschlag. Übrigens als Lidschattenpalette habe ich von BH Cosmetics die Darkside-Palette in der Kooperation mit Mrs. Bella verwendet. Ja, falls ihr euch das fragt. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox, was ich so auf meinem Gesicht trage, oder? Ja, weil ich habe heute einfach, wie gesagt, nach der Arbeit Bock gehabt, mich zu schminken. Manchmal habe ich sowas. Das ist meine Leidenschaft, deswegen habe ich auch einen Beauty-Kanal. Hi! Oh Mann, okay, ja, ich habe auch noch irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, einen Schuss weg. Genau, ja, die Blackmagic Mascara, die wirklich gut ist. Was ich interessant finde, also die ist vor allem auch haltbar, ne? Also die hält ja auch den ganzen Tag, das finde ich auch klasse. Der Schwung wird auch den ganzen Tag gehalten, kann ich jetzt tatsächlich auch mit dazu sagen, weil ich die ja einfach schon getestet habe. Cool. Drama and Curl ist dann auch noch die Variante. Und du hast es halt in so einer kleinen Tube und dadurch, weiß ich nicht, habe ich persönlich das Gefühl, dass man halt auch einfach mehr rausbekommt. Weil wenn du dann halt dann mit dem Bürstchen in die Tube reingehst, dann kannst du auch richtig hier so an den Seiten pressen, dass du auch noch den letzten Rest vom Schützenfest rausbekommst. Aber das ist tatsächlich ein Produkt, was ich dann ja schon habe. Ich glaube sogar in groß. Das heißt, diese hier wird demnächst mal verlost werden. Aber ist nicht weiter wild. Wenn ich jetzt jemand wäre, der nicht so ein Sammlungsvieh hinter sich hätte, ich verlinke dir mal hier oben meine dekorative Kosmetiksammlung. Es ist nicht
normal. Ne? Deswegen, also das muss ich auch immer dazu sagen, das ist alles nur so, weil ich halt hier YouTube mache. Das wäre nicht so, wenn ich nicht YouTube machen würde. Ich glaube, ich mache auch mal ein Video. Was hätte ich, wenn ich kein YouTube machen würde? Hm? Habe ich schon bei anderen gesehen, fand ich super interessant. Okay, ich laber. Wir haben hier von Ahaba. Das kenne ich tatsächlich auch aus der, wie heißt die Box? Weiß ich nicht. Fällt mir gerade nicht ein. Auch eine Box, die man auch auf Amazon kaufen kann. Daher kenne ich auf jeden Fall die Marke Ahaba. Fällt mir gerade nicht ein. Die gibt es für Young, die gibt es für Frauen und die gibt es für Männer. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe es euch garantiert gerade eingeblendet. Auf jeden Fall Dead Sea Water Mineral Body Lotion. 40 ml sind hier enthalten und die hatte ich entweder schon mal oder was Ähnliches davon. Ich hatte das auf jeden Fall schon mal so in so einer blauen Tube und die gefallen mir eigentlich echt gut. Und ich weiß, dass es gar nicht mal so günstig ist. Und das riecht übrigens richtig angenehm cremig, pudrig, sanft. Mega gut. Doch, die kann ich doch jetzt mal ausprobieren. Dann kann ich die auch direkt verwenden, weil 40 ml ist bei meinem Riesenkörper von 1,73 m recht schnell aufgebraucht, um ehrlich zu sein. Also, ja, das hat super funktioniert, denn du hast es direkt verrieben, Claudi. Muss man ja dazu sagen, ne? Lobenswerte Erwähnung. Ja, kommt einfach relativ milchig raus, aber von der Konsistenz gelig. Dann verreibe ich das mal. Und ja, das fühlt sich echt gut auf der Haut an. Und wenn du dich eincremst, dann strahlt die Haut. Ne, weil die dann ja mit Feuchtigkeit versorgt ist, das macht Sinn. Und das mit der Mascara ist natürlich, dass dein Blick aufgefächert ist und dann lässt dein Gesicht mehr strahlen, wenn die Wimpern mehr Ausdrucksstärke haben. Keine Ahnung, ich versuche ja immer so zu interpretieren, dass man halt versteht, was die Boxenpacker sich gedacht haben. Riecht echt angenehm. Ich weiß nicht, hat die noch so einen Hauch Rose oder sowas mit drin? Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Doch, die wird jetzt auch direkt bei mir ins Bad wandern und dann heute Abend und in den nächsten Tagen verwendet und aufgebraucht. Dann haben wir hier von Mio, die Marke kenne ich nicht, Sun-Drenched Body Wash Gentle Golden Micellar Cleanser. Okay, das sind 30 ml von einem Cleanser. Gesichtsreinigung, ne? Oder Body Wash? Nee. Cleanser? Ein Micellenwasser für den Körper oder Micellenreinigungsvieh für den Körper finde ich interessant. Apply to wet skin in the shower or bath. Massage to release the creamy foam. Rinse well. Also du machst dir das auf die Haut und wenn du unter der Dusche stehst, wenn die so ein bisschen feucht ist, und dann kannst du es aufschäumen und dann kannst du es gut abspülen. Interessant. Mache ich das dann anstelle von einem Duschgel oder davor drauf? Ich denke davor. Damit du vielleicht so die letzten Cremereste von einer Sonnenlotion runternehmen kannst, weil sun-drenched. Aber sun-drenched heißt eigentlich, dass da irgendwie Sonne mit drin sein soll. Finde ich irgendwie merkwürdig, das Produkt, ne? Hört sich sehr interessant auf jeden Fall an. Ups. Haben wir da was Goldenes, was da rauskommt? Da kommen auf jeden Fall erstmal Blubberblasen raus. Okay, da sind ganz leichte Goldpartikel drin. Bei dem, was da rauskommt. Ganz, ganz leichte Goldpartikel. Interessant. Ja, das werde ich doch mal auch die nächsten Tage verwenden und euch dann demnächst mal im Aufgebraucht-Video berichten. Ne? Genau. Ja, hört sich doch alles ganz spektakulär an. So, dann haben wir hier... Ach, dekorative Kosmetik. Geil. Zwei dekorative Kosmetikprodukte feiere ich. Von Bella Pierre, das ist eine schöne Marke. Mineral Blush. Und das ist ein loser Blush in der Farbe Amaretto. Der scheint auch ein bisschen dunkler zu sein. Also schon so ein bisschen rosenholzmäßig. Hier sehen wir dann quasi die Löcher und das Produkt. Ich habe zwar jetzt Blush drauf und ich habe nicht wenig Blush drauf, aber ich versuche den mal so ein bisschen drüber zu machen. Ich habe ordentlich was auf dem Pinsel hier. Oh, der hat auch so einen Orange-Gold-Stich mit drin. Vielleicht für meinen Hautton ein bisschen dunkel, aber er ist schön intensiv. Schön für so einen Bronzy-Look auf jeden Fall. Aber schöne Farbabgabe. Das gefällt mir, ne? Muss ich sagen. Ist jetzt hier ein bisschen abgehackt, deswegen gehe ich mal auch so ein bisschen über die Nase. Doch,
Doch, doch. Ne? So, dann haben wir hier schon das Gute. Wir haben hier das vorletzte Produkt. Hier ist noch was drin. Yay. Genau, und zwar den Wonder Balm von Percy Reed. Das ist leider nichts für mich. Der wird auch weiter wandern. Den habe ich schon mal verwendet, weil der schon mal in einem Adventskalender drin war. Hat bei mir nicht so viel gemacht, weil das ist eigentlich ein Produkt, was du verwendest, wenn du deine Haare auch stylst. Wer mich kennt, weiß, ich bin kein Hairstyling-Spezialist. So gar nicht. Also ich habe meinen Bommel oder ich habe offene Haare oder ich habe mal einen Pferdeschwanz, aber viel mehr habe ich nicht. Und da hatte das bei mir tatsächlich nicht wirklich was gemacht. Das hat die Haare so ein bisschen verklebt, aber ansonsten halt nichts. Ne? Das heißt, ja, nichts für mich, aber zum Beispiel für eine Beachwave-Frisur oder was auch immer man so mit seinen Haaren anstellen möchte, ist es auf jeden Fall eine gute Geschichte. Für mich aber nicht. Passt aber in dem Sinne zum Thema. Ne, da beschwere ich mich nicht. So, jetzt haben wir aber das letzte Produkt. 1, 2, 3, 4, 5, das sechste Produkt. Cool. Von Caudalie. Vino Perfekt Serum Eclat ein Radiance Serum. Guck, das passt jetzt echt zum Thema. 10 ml sind hier drin und das soll quasi einfach vor der Tagespflege aufgetragen werden. Und dann hast du ein Strahleserum im Gesicht, damit das Gesicht zum Strahlen gebracht wird. Apply morning and evening, also morgens und abends, before your moisturizer, also vor der feuchtigkeitsspendenden Creme, das Strahlkraftserum drauf machen. Ja, das finde ich ganz nett, aber ja, ich habe jetzt aktuell ein anderes offen, aber hier ist tatsächlich was, das kann ich mir mal angucken, oder? Ja, das ist so wirklich ein relativ durchsichtiges, farbloses Serum. Siehst du jetzt nicht allzu viel von. Wie umständlich kann man an seiner Hand riechen? Riecht ein bisschen nach Traube. Riecht angenehm. Und macht es Strahlkraft auf die Hand? Ein bisschen. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Doch, also ist jetzt auch sehr, sehr schnell eingezogen. Das ist ruckzuck weg. Ja, ich finde, meine Hände strahlen alle beide. So, das waren jetzt die 6 Produkte. Also ich persönlich fand die Box passend zum Thema, weil du Strahlkraft bekommst durch die Produkte. Sei es durch Unterstreichung der generellen Schönheit, sage ich mal, ne? Dass man halt dieses Wimperngedönsen und dann Haar, was ein Augenaufschlag. Oder ein bisschen Blush, der ja auch so ein bisschen Schimmer mit drin hat. Wobei, ja doch, ein bisschen Schimmer hat er mit drin, ne? Ja, genau. Oder halt durch die Pflegeprodukte, die die Haut zum Strahlen bringen. Doch, ich finde, da hat Lookfantastic auf jeden Fall eine gute Box rausgebracht und vor allem sinnvolle Produkte. Die kann man gut verwenden. Für mich jetzt bis auf den Wonder Balm. Und ja, das war jetzt das Unboxing. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!